Servus Leute, was für ein Sauwetter heute. Aber es wird gerade ein bisschen heller. Ich warte jetzt hier auf den Sven. Wir gehen heute raus zusammen, machen Overnighter. Und ja, Rucksack ist schon gepackt. Regenklamotten schon am Mann, weil ohne Regenklamotten ist das, glaube ich, heute gar nicht so gut. Und ich denke, ich werde sogar den Regenschirm mitnehmen. Und wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, wenn wir nass werden, dann bleibt's mal dran. So, schon im Wald. Sven ist auch schon da. Unter seinem Rumpelstilzchen-Poncho. Genau. Ich höre nichts. Naja, aber es ist immer noch eine gute Geschichte, gell? Unmöglich. Bei mir ist es wurscht, ich habe einen wasserfesten Packsack bei dem Modell. Ja, wir gehen jetzt einfach zum Lagerplatz. Der Regen ist nicht so schlimm im Moment, es geht eigentlich, ist ganz angenehm. So, also hier sieht man das schön, der Tri-Bag da dran hängt. Der wird ja hier verknüpft mit einem Reißverschluss, das sieht man ganz toll da. Und hier die Laschen nochmal zum Komprimieren das Ganze. Und da eben das Mollepad. So kann man an der Seite hier locker nochmal eine andere Pouch dran machen. Die Isomatte, ja, also wie gesagt, kann man komplett frei bestücken, wie man möchte. Und da ist jetzt halt auch meine komplette Ausrüstung drin für diese Übernachtung heute. Und da geht noch mehr, man kann das wirklich richtig komprimieren, richtig drücken noch. Super Sache. Und halt eben wasserfest. So, definitiv eins meiner liebsten Tarp-Setups, diese halbe Tippi-Geschichte. Habe ich jetzt schon öfters gemacht auch wieder. Und jetzt haben wir wenigstens schon mal einen trockenen Platz soweit. Weil es hat jetzt noch mal richtig Gas gegeben im Regen. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht.
So, bei mir ist es jetzt soweit fertig. Es kommt dann der gemütliche Teil. Sven baut jetzt sein Tarp hier gegenüber auf. Dann können wir nachher ein bisschen ratschen, Kaffee trinken, kochen und so weiter. Und dann wird er wahrscheinlich zum Schlafen dann einfach seine Hängematte nachher umsetzen oder aufhängen. Ja. Wo gehst du da hin, Sven? Da hinten. Da hinten rein. Richtig cool, oder? Für die Hängematte hier und alles. Schon ein Traumwald, Buschkraftwald. Absolut. Einfach herrlich. Ja, vielleicht, wir werden dann versuchen, mal ein bisschen trotzdem Holz zu machen. Vielleicht klappt das ja. Am Anzünden wird sicher kein Spaß, wird nicht einfach werden, aber das schaffen wir so weit vielleicht. Mal gucken. Ein paar Balken liegen ja, oder ein paar Totholzer liegen ja gut rum hier. Geben wir einfach total bushcraftig Naturmaterial drüber, also Spiritus. Kommt ja hier natürlicherweise vor. Genau. Wir graben halt tief genug, oder? Ja, genau. Da findet man Spiritus. So, naja, jetzt haben wir gerade besprochen, dass wir das mit dem Feuer machen lassen, weil wir haben die Tarps relativ nah zusammen und da ist dann auch, ja, das ist relativ sinnfrei, jetzt dann ein Feuer zu machen mit dem Hobo. Wurscht, egal. So kalt wird es ja eh nicht und zum Überleben brauchen wir es auch nicht. Es wäre halt schön gewesen. Mal schauen. Heute wieder mit meinem eigenen Kochkreuz oder Topfkreuz. Ehrlich gesagt, ich will jetzt keine Werbung großartig machen, das ist ja auch egal. Ich persönlich finde es echt praktisch, weil ich habe jetzt keine Lust, einen Hobo da aufzustellen extra dafür. Und so setze ich das da drauf und das Ding läuft. So, Prost! Prost, Sven! Prost! Herrlich, so kann man es aushalten. Ein bisschen Regen, trocken sitzen hier, Kaffee trinken, so muss das. Thank you.
wenn die Welt untergehen würde, könnte es passieren in der Kuhle, aber Kuhle habe ich. Habe ich eine Kuhle hier? So, neues Jäckchen, Helicontex Wolfhound heißt das gute Stück. Ist sehr leicht, kann man schön knauschen und so weiter, aber das zeige ich ein andermal noch. Mir geht es jetzt nur darum, ich probiere die jetzt sozusagen mal aus. Ich habe jetzt bloß unten drunter Level 1 und 2 und drüber die Wolfhound. Mal schauen, wie lange ich es im Sitzen aushalte, bis ich dann friere. So, jetzt hier beim Gehen und beim Stehen ist die sehr angenehm zu tragen jetzt und ich friere nicht. Aber es ist auch, es ist nicht so super kalt. Ist wahrscheinlich noch so 5 Grad plus oder was, keine Ahnung. Da geht das schon. Bin ich mal gespannt, wie sich das Teil schlägt. So gefällt mir die Jacke sehr gut. Mit einem Reißverschluss hier noch so, Taschall und so weiter. Dunkel wird's, Leute. Gerade eben noch Fotos gemacht. Ja. War es richtig hell. Nächste Regenfront im Anmarsch. Ja, und ein bisschen Wind hat aufgefrischt. Geht's ab dann. Ja. Ich find's geil. Super. Jetzt hat es wieder eingeregnet ein bisschen. Jetzt ist es gerade wieder eingeregnet, sage ich. Jetzt hätten wir die Grüße bringen. Ich habe gewartet. Warte mal, noch eine. So, jetzt habe ich fast gedacht, du bist der Atze hier. Ja, ist ja das. Ist das Sven, ja genau, ausgetauscht mit dem Walzer. Es gibt jetzt auch Suppe, ne? Das ist ja eigentlich auch so eher Atze-Spezialität. Ehrlich? Ja. Ein Stück ohne Stück Suppe. Ah. Genau, dann eben schöne Grüße an der Stelle an den Atze. Ja, von mir auch. Grüß dich, Atze. Wir sitzen das hier so lange aus, bis er auch dabei ist. So, gerade mal 7:30, dunkel ist wie Sau und wir machen uns jetzt noch einen Jägertee. Ja, genau. Da gehört so ein Lila aus. Lila Fleisch. Was ist das für ein Fleisch? Wildschwein. Wildschwein. Ist das lecker. Ja. Wildschwein schenkt Luft. Oder Hust. Das Fleisch ist lecker. So, jetzt, wir machen uns jetzt noch einen Tee und dann gehen wir langsam schlafen. Sven muss ja dann sein komplettes Setup noch umbauen. Ja, gell? Super. Hat voll Lust dazu, mitten im Regen. Bock. Voll schön. Ja. So, hier nochmal. Das Tab umgebaut für den Sven.
Also sie ist noch am Werkeln. Vom Sven für den Sven? Vom Sven für den Sven. So, weil sonst sieht man wahrscheinlich das Setup nicht mehr morgen. Wer weiß. Und da ist dann die Hängematte drin hier. Schön in den Wingtab. Ist ja auch riesig, ey. Ja. Sehr cool. Blend Session. Genau. Naja. Haben wir ja Glück, dass es jetzt nicht mehr so regnet gerade. Ja, passt. Morgen erstmal. Ja, die Nacht war super. Es hat immer wieder mal geregnet und so weiter. Prima geschlafen. Ein paar komische Träume gehabt und so. Und es war eigentlich alles ganz entspannt. Schöne Sache. Ja, jetzt kommt es wieder ans Abbauen, beziehungsweise erstmal auf den Sven warten und dann einen Kaffee trinken. So, diesmal brennt der Trangia auch. Ich habe den einfach mit dem Biwaksack reingelegt. Passt wunderbar. Genau. Diese Buschbox hier. Ja, das hat halt damals irgendwie gemeint, so, ja, mit dieser Challenge. Das normalerweise liege ich immer mit den Füßen so rein und dann sehe ich halt nichts. Ja, das ist doof. Aber so war das jetzt echt schon. Ich lag auch in der Hängematte im Kopf nach dahinten, aber auch die Richtung, zu der Lichtung da rausschauen kann. Ja. Also war das wie im Wohnzimmer zu Hause hier. Ja. Sehr gemütlich. Coole Nacht gewesen. Prost. Wir hatten eine schöne Nacht. Kann man das so? Ich weiß nicht. Zack, <Kopf. lacht> Man muss so Sepp-Punkte einfügen. Ach, habe ich eh schon mal gemacht. Die Highlights markiert. War aber nie eins drin. Bei mir gibt es keine Highlights. Prost. Prost. Ja, wie ich schon gesagt habe, ich habe sehr gut geschlafen. Du ja auch, gell? Ja, absolut. Es war eine sehr ruhige Nacht hier im Wald. Total. War einfach nicht viel. Ab und zu hast du mal so ein Quietschen gehört, ein Mäuschen oder so wahrscheinlich. Aber das war es dann auch schon. Kein Tier, kein Mensch, kein Regen, kein Wind. Sehr ruhig. Ja. Und ich habe jetzt so rausgeschaut heute Nacht. Das war echt klasse Geschichte. Ich habe dann noch lange, bevor ich eingeschlafen bin, im Wald rausgeklotzt einfach so. An dieser Stelle, mehr passiert nicht, es war nur ein kleines Video. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier auf meinem Kanal im Wald. Macht es gut, servus, ciao. Servus. Yes. Und dann macht die jetzt wieder aus. Ja. Achso, du bist, ich wollte gerade aufstehen. Aber ich habe dann so ganz langsam gemacht, weißt du? Ja. Yeah. 160. Okay. Ich, hier.